Hallöchen Freunde und willkommen zurück zum Lone Wolf Project. Ja, die Nacht bricht langsam herein. Ich bin nicht voll. Können wir denn schon eine Schmiede bauen? Eine Schmiede, die braucht den fortgeschrittenen Ingenieur. Steine, Lehmboden. Oh, Lehmboden. Dann würde ich sagen, wir... Was brauche ich denn zum... Achso, warte. Reparieren brauche ich, denke ich mal, Holz und Stein. So soll es sein. Da ist Stein und Grasbüschel. Gott, dauert das ewig. Ja, dann gehen wir uns noch schnell ein bisschen Lehmboden organisieren. Ist ja noch ein bisschen hell. Ja, dann graben wir hier außen, graben wir einfach mal alles um, oder? 50, glaube ich, brauchen wir. Das heißt, wir buddeln hier einfach mal so viel wie geht. Kann man ja dann auch theoretisch als Graben benutzen. Wo die Zombies dann prinzipiell mal reinfallen sollen. Muss man aber dann im Endeffekt mit Beton auskleiden. Weil ansonsten buddeln die sich da einfach durch, wie sie lustig sind. Ist ja nur Erde. So, mal kurz dann abwarten. Ja, der schließt bald, aber so einen Nachbar willst du eigentlich nicht haben. Das tröten wir jetzt, glaube ich, so laut, das hörst du dann auch noch über die Kopfhörer. Also quasi vom Kopfhörer übers Mikro. Nochmal separat. So, Lehm brauche ich, glaube ich, auch für diverse... Ich bin hungrig. Oh, ich habe auch nichts zu essen dabei. So, viele Fackeln haben wir ja noch nicht. Da brennt ein kleines Feuerchen. Da kochen wir nichts, oder? Doch, Wasser. Wasser ist okay. Nichts zu essen? Nichts zu essen? Da haben wir ein bisschen. Das können wir mal futtern. Hauen wir uns die zweite dann... Ach, hier ein bisschen Schem hinterher. Durchfall 0%. Nahrung plus 15. Ausgezeichnet. So, und das gleich scrappen. So, und dann noch ein bisschen buddeln. Oh, hier ist keine Tür drin. Na, dann hoffen wir mal, dass es eine ruhige Nacht wird. Wo war ich? Ach ja, genau. Ich glaube, ein paar Rezepte brauche ich für... anders gesagt. Lehm brauche ich noch für ein paar Rezepte in der Schmelze, glaube ich. Bin mir aber nicht sicher. Darum nehme ich gleich mal ein bisschen mehr mit. Haben ist ja bekanntlich immer besser als brauchen. Das kannst du auf alles anwenden. Ja, da macht zu. Wie war man? 220. So, dann mal mit dem Popel hier noch. Und dann gehen wir nach innen. Dachte ich, etwas gehört. Wie viel Holz haben wir? 333. Ist vielleicht nicht die Welt. Da sollten wir uns vielleicht hier noch ein Bäumchen schlagen. Und gucken, dass wir da vielleicht den Stein da noch auseinandernehmen. Und dann kümmern wir uns, sobald es jetzt dann gleich dunkel ist, darum, dass wir unsere Kisten vielleicht ein bisschen sortieren. Unsere Punkte im Level verteilen und so weiter. Boah, das dauert noch eine Minute. Tja, Reparatur. Ich denke, damit kann ich nicht viel anfangen. Oh doch. Ist ja dann auch schnell repariert, die Schaufel. Lampe habe ich noch. Doch, Taschenlampe habe ich. Theoretisch könnten wir ja noch ein bisschen die umliegenden Häuser dann machen in der Nacht. Aber ich kann
Das wäre eigentlich mal eine schöne Option, dass sie sagen, hier, du kannst in der linken Hand die Taschenlampe halten und in der rechten Hand einen Knüppel, also irgendeine Einhandwaffe. Ach, guck mal, wer da kommt. Oh. Oh. Ungünstig. Ungünstig, Sekunde. Ach doch, ich habe doch hier mein Haar. Maus ist ein bisschen schnell eingestellt. So ist es ein bisschen langsam. So, kommt er jetzt hierher? Moin! Ich habe doch hier meine grobe Keule. Oh, das ist nett. Die kann man zerlegen und zu essen hat er mir was gebracht. Schön. Jetzt nochmal schnell zum Stein. Da hinten krabbelt schon wieder einer. Ich mag die nicht. So, die Stufe hauen wir noch runter und dann kümmern wir uns mal ganz kurz um Mr. Krabbler. Was ist das denn? Ein Hund und ein Zombie. Jetzt habe ich den Krabbler verloren. So, gucken wir mal, wer gewinnt. Hier habe ich keinen Pfeil drin, nein. Okay, der Zombie hat gewonnen, aber das macht nichts. Habe ich ein Messer? Nein. Dann nehme ich den Hund hier mit auseinander. So, halt, stopp. Ein Knochenmesser. So, statt der Blunderbus. Könnt ihr eh noch nicht allzu viel damit anfangen. Stellen wir uns mal kurz an hier hoch. Wo kommt die Mucke her? Da hinten läuft schon wieder ein Zombie. So, Reparatur. Dann kümmern wir uns mal kurz um den Schlawiner. Ich hoffe, man sieht auf YouTube noch ein bisschen was. Also auf meinem Bildschirm ist es noch relativ hell. Autsch. So. Jetzt scheint es safe zu sein. Dann gehen wir doch mal rein. Was gut ist, ist, dass es hier drin... Okay, hier nicht so, aber da außen gibt es schon mal Licht. Schon mal die halbe Miete, sag ich mal. Hier ist es fertig. Dann schalten wir das aus. So. Du bist keine Nahrungskiste. Du möchtest vielleicht eine werden. Da packen wir das hier rein. Ich denke mal hier. Das ist, glaube ich, am sinnigsten, wenn wir da das ganze Futter und das ganze Trinken reinpacken. Einmal kurz sortieren. Nehmen wir alles mit. Also das, was schon fertig ist. Hier können wir mal ganz kurz einen benutzen. Kann man den nicht mehr benutzen? Okay, dann kann man die leider nicht mehr nutzen. Aber ich will jetzt auch nicht hier, ich nehme Honig. Das heilt zumindest mal ein bisschen. Leere Gläser, ja, die packen wir auch mit zum Futter. Dü-lü-lü. Die kann man auch benutzen. So. Schaut schon mal ganz gut aus. Einmal durchsortieren. Essen, essen. Eier zähle ich einfach mit zum Essen. Ich habe aber wenig Eier. Echt wenige Eier. So, dann packe ich hier mal das Zeug rein. So. Getränke nach unten. Leere Flaschen daher. Okay, besonders viel haben wir noch nicht, ne?
Besonders viel haben wir ja noch nicht. Was brauche ich jetzt für eine Schmiede? Als erstes brauche ich fortgeschrittene Ingenieur. Dann gucken wir mal. Das müsste ja irgendwo hier sein. So. Der fortgeschrittene Ingenieur. Kaufen. So. Dann haben wir das schon mal. Eine Schmiede. Steine haben wir. Lehmboden haben wir. Leder. Klebeband und kurzes Rohr. Leder, Klebeband und kurzes Rohr. Da schon mal nicht. Kurzes Rohr. Tja, Leder sieht jetzt nicht so rosig aus. Klebeband auch nicht. Hm. Tja, was soll ich sagen, ne? Da... Hier kommt hier raus. Da müssen wir jetzt dann wohl mal eben fix. Da müssen wir mal eben fix und so, ne? Die kommt da rein. Dann schmeiße ich den ganzen Kappes hier. Oh, warte. Das Fleisch haue ich hier mit rein. Haue ich den ganzen Kappes mal da hier rein. Oh, die sollte ich eventuell mitnehmen. Ich glaube, den Schraubenschlüssel. Das ist sowas, was ich jetzt gar nicht so brauche. Zwei Eier. Pfeile. Wo sind meine Pfeile? Das ist Munition, die gehört schon mal gar nicht hier rein. Das ist nämlich hier so. Und das ist Munition, das ist Munition, das auch und das ist auch irgendwie was, was kaputt gehen kann. So. Sieht schon mal ein bisschen anders aus jetzt hier. Achso, Pfeile mit. Das Lehmzeug, das lassen wir auch hier. So. Zack. Gut, das heißt, hier einmal nachgeladen. Hier einmal nachgeladen. Und da müssen wir jetzt echt die umliegenden Häuser durchmachen. Klebeband und Leder. Ich meine, Leder ist jetzt nicht so schlimm. Dann nehmen wir da in diesem Häuschen da drüben einfach eine Couch auseinander, dann kriegen wir Leder. Aber Klebeband. So. Das ist was, da könnten wir vielleicht ein bisschen dran zu knabbern haben, wenn wir es suchen. Ja, zerlegen. Braucht kein Mensch. Wir sind hier High Level mit Stufe 3. Verschlossen. Oh, Dietrich, das ist gut. Der ist verschlossen, okay. Tja, dann wird es jetzt ab und zu mal ein bisschen dunkel, wenn ich hier gerade mal irgendwas einschlage. Und es wird natürlich dunkel, wenn irgendwelche Zombies auf die Nase bekommen müssen. Klasse. So, da kommt er. Noch einer? Oh. Der hat einen Helm auf, der Kumpel. Da müssen wir wohl mal hier mit der hier reinladen. So. Gut. Oh, was ist das denn? Lampe. So, Passen Gas, versiegelte Versandkiste. Bin ich mal gespannt, was da drin ist. Bestimmt Sprit. Na klasse. Weg, weg. Brauchen wir nicht. Schade, dass die Autos so schrottig sind. Ohne Batterie. Ausgezeichnet.
Die brauchen wir dann für. Na, sag schon. Die Lampen. Ach nee, die funktionieren jetzt, glaube ich, mit Strom, ne? Wenn ich mich da nicht täusche. Wir werden sehen. Warte mal, die Dinger zerlege ich gleich, weil sonst dauert das später wieder so ewig. Und wir nehmen jetzt natürlich die Pflastersteine mit. Wenn wir schon mal unterwegs sind. Oh, Munition. Sehr schön. Oh, da ist noch ein Rucksack. Toll. Na egal. Man soll ja für alles in der Regel dankbar sein. Na gut. So, wie gesagt, Klebeband. Essen, Trinken haben wir. Dachte, da hätte gerade irgendjemand gestöhnt. Ich schaue mir gerne hinter den Bildern nach. Junge, erschreck mich nicht so. So, ein Fertigkeitenpunkt. Kriege ich das damit auf? Yep. Sieht das ganz aus? Ja, weil ab und zu kann man nämlich auch was unter so Bodenfliesen finden. Nette Wanne. Was war denn das? Oh nein. Natürlich habe ich jetzt jemanden angelockt. So, ich hoffe mal, die kommt dort rein, wo der Maurer das Loch gelassen hat. Ja, bin gleich da. Okay, der war schon tot. Sehr schön, Leder. Ach, warte mal, nein, das ist Stoff. Aber Leder habe ich. Yes, yes, yes. Aus solchen Gründen mache ich das gern. Oh, sehr nice. Vitamintabletten. Oder war das Antibiotika? Natürliche Antibiotika. Nice, nice. Bam, 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 bam. So, aber Klebeband habe ich noch nicht, ne. Oh, guten Tag. So. Wieso sind die vorher nicht gekommen, wo ich geschossen habe? Apropos. Ja, okay, ist nachgeladen. So, ich denke mal, ich werde eh gleich wieder Hunger haben. Weil wenn eines auf der Welt sicher ist, dann, dass Menschen immer wieder Hunger haben. Und dass sie sterben. Aber nicht, dass sie wiederkommen. Das kann man scrappen. Ich höre doch schon wieder ein. Ich sehe da auch wieder ein. Ja, grüß Gott. So, was hat denn der für Leuchteaugen? Ich geh da mal rein. So, dann kommt mal ran hier. Ah,
Erstmal die Lichter ausmachen. Aua. Im wahrsten Sinne des Wortes die Lichter ausmachen. So, dann. Einmal ein Glas Honig für mich. So, schade, dass man mit dem Billardtisch nichts machen kann. So eine kleine Runde wäre jetzt bestimmt entspannend. So, ich brauche Klebeband. So, was sich wohl in der Tür Nummer 2 verbirgt. Ab und zu mal lauschen. Gar nicht so verkehrt. Das kann weg. Das hier hoch. Was will ich mit dem Geld eigentlich? Papier weg. Kann das hoch. So, sind wir nur noch 4 Pünktchen überlastet. Echt jetzt? Vielen Dank fürs Gespräch. Schauen wir doch mal, was hier oben so abgeht. Hallöchen. Oh. Oh, da hat wohl irgendjemand irgendwas draußen halten wollen, ne? Huh? Bücher. Ausgezeichnet. So, das kam weg. Damit dann das Material auch wieder lustigerweise respawnen kann. Oh. Kann ich die gleich tragen? Zerlegen. Mitnehmen. So, von hier kommt man bestimmt irgendwo anders rein. Shit, die hätte ich gerne mitgenommen. Für unser Häuschen. Da kommt man hier rein. Ich will doch nur Klebeband. Nicht so schnell, junge Dame. Kann auch mal ins Auge gehen. Was ist das denn hier? Igitt. Bandagen, okay, Bandagen sind okay. Das kann doch nicht so schwer sein in einem Haushalt. Klebeband zu finden. Meine Güte. Ich sollte mal kurz nach Hause. Ich bin ein bisschen überladen. Zu Hause ist da lang. Seht ihr ihn? Ich sehe ihn auch. Das mal reparieren. Auch eine mitgegeben, ey. Honig rein. Nee, das ist nicht mein Zuhause. Das ist ein Waffenschrank. Das ist der... Ah, okay, ich biege hier links ab. Oh, der Waffenschrank. Ich habe die drei hier, Freunde. Da wissen wir, was wir gleich machen. Ich lade das ganze Geraffel aus. Und dann machen wir uns auf zum Waffenschrank. Den knacken wir und dann gucken wir mal, was da Schönes drin ist. Wie
Wie sieht es mit den Stats eigentlich aus? Nahrung und Wasser 64. Das ist nicht viel. Haben wir hier was, was wir essen können? Bestimmt. Ravioli. Da kippen wir uns dann einfach noch zwei Wasser hinterher. So. So, hier ist niemand, hier ist niemand. Oh, warte, wir haben ja hier... Upsi. Wir haben ja hier noch die ganzen Waffenschränke, die wir knacken müssen. Okay. Kriegen wir hin. Geduld, Freunde, Geduld. Habe ich ja gerade... Da ist Honig, du kommst mit Kaffee, du kommst auch mit. Das kann rein, das kann rein. Das ist ja hier so. Nee. Hier da so. Nee, du nicht. So. Du auch nicht. Jupp. So. Das noch und das da und gut ist. Dann knacken wir mal Schränke. Ich hoffe, es klappt. Sehr schön, Hälfte ist schon mal rum. Na, klasse. Sehr schön. Und was ist das denn? Kunststoffszene. Mit dieser Modifikation fliegen Pfeile und Bolzen weiter. Okay. Lade um 15% schneller nach. Der Effekt ist nicht stapelbar, aber er kann in jede Brustpanzerung oder Beinschiene eingebaut werden. Check. So, dann knacken wir hier eine Runde. Läuft gut durch. Ich dachte, ich hätte Schritte gehört. Ausgezeichnet, das war gut. Eine Pistole und ein Speer. So, das bedeutet, das hier kann erstmal weg. Das hier ist das neue Messer. Das kommt weg, das kommt dahin. Was mache ich mit dem Speer? Ich würde sagen, das mache ich... Diese Aufteilung. Genau, Messer nur bei Bedarf. So, das kann hier rein. Die Munition muss mit, die Munition muss mit, das Messer muss mit. Die Dächer müssen mit. Was mache ich mit den Modifikationen? Na, die packe ich irgendwo rein. So. Sortieren. So, die Dietrich habe ich mitgenommen, ja, weil dann schauen wir jetzt nämlich zum anderen Waffenschrank. Was wir uns da noch gönnen können. Ist der da hinten? Upsi. Ich hoffe, das ist nur irgendwie ein Schatten und kein Tier. Kein Hase, der kann laufen von mir aus. Der ist mir egal. So, wie bin ich denn da reingegangen? Nein. Bin schon mal nicht durchs Fenster eingestiegen. Da vielleicht. Junge, bist du deppert? Oh, unberührt. Wie, was jetzt?
Waren wir hier nicht? Okay, ich nehme einfach mal mit, ne? Da kommt bestimmt auch gleich einer raus. Nee. Was haben wir denn hier? Ja. Oh, cool, ein Helm. Den kann man, glaube ich, gleich mal tragen, weil der gibt ein bisschen mehr... Ja, der ist ein bisschen besser. Ah ne, ich dachte, es wäre ein Bücherregal gewesen. So, gibt es hier noch was? Ne. Ja, ich weiß, es ist gerade ein bisschen dunkel. Oh, ein Hut. Wie schön. Das kann weg. Das kann weg. Gefütterte. Kann weg. Kann weg. Kann alles weg. Der Waffenschrank. Oh. Okay. Wieso hatte ich das nicht mitgenommen? Komisch. Das sieht mir so gar nicht ähnlich. Scheinbar war ich hier nur überhaupt nicht. Kann man hier hoch? Ein Topf. Rezepte. Oh, eine Chemiestation macht man damit. Dann heben wir mal einen auf. Das kann man aber scrappen. Tja, dann gehen wir mal da hoch. Ich muss mal eben kurz gucken. Sekunde. Wir sind in dem Haus mit dem Waffenschrank. Oh, guten Tag. Haufen Koffer. Da hinten habe ich gerade noch so eine Made gesehen. Oh, Hallöchen. So, Munitionas. Gut. Medizinische Vorräte. Naja, eine schöne Truhe. Ja, aber Hallöle. Handwerke können weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Dann kann der hier weg. So, und schon schaut es wieder ein bisschen anders aus. Gibt es dahinter vielleicht irgendwas? Nee, schade. Shemway versiegelte Versandkiste. Ausgezeichnet. Gibt's wieder schön fressi fressi. Hoffe ich doch mal. Irgendeiner schlägt irgendwo gegen. Glaube ich nicht, das höre ich nicht. Oh ja. Yeah. Na dann. Rinnenschacht damit. Dann könnt ihr die zweite Dose auch gleich noch essen. Blaubeerkuchen, Heidelbeersamen. Ja, wenn wir welche wollen, dann holen wir uns welche. Oh, das ist eine Vierer. Ausgezeichnet. Jetzt muss ich gleich mal gucken, wer da unten Randale macht. Sehen wir zumindest keinen. Nicht, dass der Bär ist. Dann haben wir ein bisschen verloren. Ich glaube, es könnte der Bär sein.
Was mache ich denn jetzt da? Also hier komme ich schon mal nicht durch. Wenn, dann komme ich hier so durch. So, dann müssen wir uns einfach ein bisschen durchschlagen und dann killen wir ihn einfach mit einem Pfeil und Bogen. So, wo ist er? Oh, guten Tag. Du backst dich jetzt hier nicht hoch, oder? Ich geh kaputt. Du hast ja eine Schürfwunde zugezogen, na vielen Dank. Kannst du zur Zeit nicht verwenden, warum nicht? Da ist ein scheiß Bär. Junge, 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 ich dachte, ich gehe drauf. Ich habe jetzt aber keine Ahnung, wie ich hochkomme. Oh, da war das definitiv nicht. Oh, hallo. Ich habe gelernt, wie man eine Pistole herstellt. Das ist schön. War gerade am Überlegen, aber das Inlay kann sich ja nicht einfach geändert haben. Haus ist Haus. Kann sich ja nicht von selber umstellen. So, und jetzt werden wir dem Bären erstmal zeigen, wer hier der Bär im Haus ist. Nice. Du weg, du her. Dann müssen wir das jetzt so... Oh, das ist auch sehr schön. So, die ist geladen, die ist geladen. Und ich muss irgendwas nehmen. Das hier. Schön runterspülen. So. Wo ist dieser Bär? Von dem hier alle reden. Dieses feige Stück Aas, ne? Wer will denn jetzt was von mir? Dämmert gerade. So. Feige Sau. Wo ist er denn? An welchem Ende der Nahrungskette wollte er stehen? Nicht so weit vorne, ne? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ne, an seiner Stelle wäre ich auch abgehauen. Ich hätte mal sowas von die Beine in die Hand genommen, wenn ich da hier mit der Blunderbuss um die Ecke komme. Ne? Kannst du gar nicht vorstellen. Da habe ich hier sogar noch hier eine 9mm mit 15 Schuss im Anschlag. Da kann der mal ganz getrost kacken gehen, der Kollege. Wo ist er denn hin? So, schauen wir mal. Nix. Das war ja mal auch nichts. So, gib mir mal das Ding hier. So, Kollege. So, bin ich mal gespannt, was der jetzt so an Fleisch gibt, der Knaller hier. So, das hier. Nicht schlecht, würde ich sagen. Nicht schlecht. Bis auf die Schürfwunde am Knie, die ich habe. Aber naja.
Lederknochen, Fett und ordentlich Fleisch. Jawohl. Ausgezeichnet. Gut, Freunde. Dann würde ich sagen, das wäre es einmal wieder gewesen. Schade, dass wir den Waffenspind hier nicht gefunden haben. Na, mal gucken, vielleicht schaffen wir das nächste Mal noch, dass wir den uns mal angucken. Ich sage jetzt erstmal vielen lieben Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein und fürs Zusehen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und bis dahin, bleibt am Leben.